Hallo zurück. Ich war jetzt gerade schon mal eine Runde im Pool schwimmen. Mega cool. Der ist richtig groß im Gegensatz zu anderen Pools, die ich bisher in den Hotels gesehen habe. Hier ist jetzt so ein bisschen weiter weg zwar eine Baustelle, aber die stört jetzt nicht so krass. Ich werde mich jetzt hier ein bisschen hinschillen, werde ein bisschen malen, ein bisschen schreiben und werde den Tag einfach genießen, weil es ist mega geil. Und werde später wahrscheinlich eine Tour buchen für morgen und übermorgen zum Angkor Wat. Und ja, ich bin total happy, weil es ist mega geil. Und dieses Chillen am Pool und so. Jetzt habe ich auch richtig Urlaubsgefühl, weil Hongkong war mega Sightseeing-Tour. Ich habe zwar lange geschlafen, aber es war halt nicht gechillt. Es war halt einfach so immer run, run, run. Und hier ist jetzt halt so, trotzdem Baulärm, halt mega gechillt, voll entspannt. Ich habe jetzt richtig das Gefühl, Urlaub zu haben und frei zu haben und zu genießen. Ist total komisch, aber so ist das. Einige haben es bestimmt schon erkannt. Hard Rock Cafe. Da gehe ich jetzt hin und werde mir jetzt hoffentlich meinen Salat holen. Und gehe danach wahrscheinlich hier noch ein bisschen rum und zeige euch ein bisschen was. Das sieht so aus, als wäre ich schon wieder fast die Einzige in diesem Restaurant bin. Aber egal, wir schauen mal. Bis später. Ihr seht jetzt warum. Das ist so bunt. Das ist krass. Und das Hard Rock Café Essen, das war so geil. Ich habe mir gerade noch einen Cheesecake geholt. Da habt ihr ja gerade das Video zu gesehen. Hammer! Ich bin total happy gerade. Hard Rock Café macht mich happy. Ich besuche jetzt mal den Old Market und gehe dann eventuell ein bisschen zur Pub Street und schaue mir die mal an und dann fahre ich mit dem Tuk-Tuk, glaube ich, wieder zurück. Und das war es dann auch schon für heute Abend. Und wir sehen uns dann einfach die Tage wieder. Macht's gut, bis dann. Falls euch das Video gefallen hat, klickt auf Gefällt mir. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann abonniert mich. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, lasst einen Kommentar unten. Wir sehen uns.